am 42. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Ein echtes Derby, der EHC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Augsburg hat hier in München 180 Minuten kein Tor mehr erzielt. Das änderte sich aber prompt. Augsburg in Weiß. Und nach 186 Minuten und 24 Sekunden war der Bann gebrochen. Brady Lamb mit der 1:0-Führung für Augsburg. Keine Sicht hier für Daniel Fiesinger und der schlägt genau oben ein. München versuchte zu kontern, wurde geblockt von Patrick McNeil. Und dann der schnelle Rekonter von Augsburg über TJ Trevelyan. 14. Spielminute, 2:0 für Augsburg. Was für ein Auftakt. Entscheidend hier der Block von McNeil, das schnelle Umschalten und der gezielte Abschluss von TJ Trevelyan. Daniel Fiesinger, mit ihm im Tor hat München zuletzt 7 Siege in Folge gefeiert. Er spielte aber weiterhin nur Augsburg und es traf auch nur Augsburg. 16. Spielminute, Brady Lamb zum zweiten und die 3:0-Führung für die Gäste. Was für ein erstes Drittel, das Augsburg hier in München ablieferte und vieles erinnerte an diese legendäre Halbfinalserie aus der vergangenen Saison. Hinein in den zweiten Abschnitt. Augsburg mit Cosma Chuck sah unauffällig aus, war aber sehr auffällig, landet genau am Außenkreuz. Irgendwie aber kam München dann Minute für Minute besser in die Partie. Chris Borch. Dann Elis und plötzlich der Puck im Tor. 36. Spielminute, das erste Tor für München. Weil sich Yasin Elis hier durchsetzt, den Schuss nimmt und Philipp Gogola jetzt zu sehen, unhaltbar für Olivier Roy, abfälscht. Und München kam weiter. Guter Zweikampf von Seidenberg. Wieder Yasin Elis. Seidenberg geht mit nach vorne und der Anschluss. Das 2:3 in der 38. Spielminute. München wieder voll im Spiel. Weil man das Tempo mitging, weil man die Zweikämpfe annahm und weil man wieder zu seiner Selbstverständlichkeit zurückfand. Hinein in den Schlussabschnitt. Den startete Augsburg in Überzahl. Und startete mit dieser Aktion von Cosma Chuck und dann dem Abschluss von David Stieler. Da waren erst 18 Sekunden gespielt. Zunächst mal Cosma Chuck, wie er den Puck balanciert und wie Stieler den dann an Fiesinger vorbeimogelt. Das 4:2 für Augsburg. München aber eine Mannschaft, mit der immer zu rechnen ist. So auch hier. 44. Spielminute. Chris Borch, gestern noch Geburtstag. Heute Torschütze, erneuter Anschluss für München. Ein Spiel, das alles hatte. Dramatikwendungen, aber vor allem eines bot ganz, ganz großen Eishockeysport. München weiter mit Borch, mit dem Schuss von Bondarchuk und mit dem Ausgleich in der 47. Minute durch Trevor Parks. Tip-in, eine Spezialität von Trevor Parks. Er mit seinem 22. Tor in dieser Saison. Keiner in der DL traf bislang öfter. Und so ging es für beide Mannschaften hinein in die Overtime. Da dieses Bulli von Vogts, dieses Solo von Abelshauser und die Entscheidung zugunsten von München. Conny Abelshauser mit seinem 6. Tor in dieser Saison. Und München kommt nach einem 0:3 und einem 2:4 zurück. Ja, ich meine, mit dem Start gehen wir natürlich jetzt für den Zeit, ja, 3 Gegentore. Aber klar, dann haben wir eine Reaktion gesagt. Ich meine, in einem Derby-Spiel geht man nicht auf und generell geben wir auch nicht auf. Und dann haben wir geschaut, 40 Minuten Vollgas geben, schauen, was noch geht. Und ja, für 2 Punkte hat es gelangt und ist enorm wichtig für uns. Ja klar, es ist schade, dass wir das Spiel hier, dass wir nur einen Punkt hier mitholen. Wir hätten einfach im zweiten Drittel einen Deckel drauf machen müssen. Ich zum Beispiel, ich habe heute einfach kein Scheunentor getroffen. Ja, und dann ist es natürlich umso bitter, heute das Spiel hier zu verlieren. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich gut gespielt. München hat dann zur richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ja. Und dann in der Overtime kann es passieren.
im 21. Saisonheimspiel punktet München zum 20. Mal, wendet dieses Derby. Augsburg aber holt immerhin einen, vielleicht am Ende ganz wichtigen Zähler im Kampf um die Playoffs. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.